Naturstein Drummer ist ein familiär geführter Handwerksbetrieb in Gnas. Bei uns sind 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive 4 Lehrlinge beschäftigt. Wir beraten, planen, fertigen und montieren alles Mögliche aus Natur- und Kunststein. Einer unserer Schwerpunkte liegt bei der Fertigung und Montage von Küchen- und Möbelplatten, welche wir in unserer Werkstatt selbst herstellen. Wir bemühen uns, für jeden Kunden eine individuelle Lösung zu finden und nehmen uns ausreichend Zeit dafür. So, wir haben da die Firma Naturstein Drummer, ein Familienbetrieb aus Gnas. Wer würdet ihr euch kurz einmal vorstellen? Also ich bin der Florian Drummer, bin Steinmetzmeister bei uns im Familienbetrieb und genau, habe das auch von der Pike auf gelernt, die Meisterausbildung später dann noch gemacht und leite jetzt da teilweise Verkauf, Einkauf, Baustellenbetreuung und so weiter. Ja, und ich bin Erich Drummer, habe vor genau 21 Jahren, also 2000, den Betrieb gegründet, habe auch die klassische Ausbildung vom Lehrling bis über die Steinmetztechnik zum Steinmetzmeister gemacht und mich dann selbstständig gemacht und bin sehr froh, dass mittlerweile der Sohn das weiterführen wird und das auch mit voller Elan macht. Wir haben jetzt gehört, eure Haupttätigkeit liegt in Natur- und Kunststeinplatten, in Küchen- und Möbelplatten. Was macht ein Steinmetzmeister noch oder Meisterin? Naja, grundsätzlich ist es so, wir machen eigentlich alles, was irgendwie denkbar ist, mit Stein zu machen. Das fängt an von Küchenarbeitsplatten, Grabmal natürlich ist ein großes Thema, Stufenplatten, Eingangsbereiche, öffentliche Bodenbeläge etc., Mauerabdeckungen. Und natürlich viel handwerkliche Arbeit. Das heißt, handwerklich geschickt soll man sein, das will man ja mitbringen. Ganz, ganz wichtig ist, dass man handwerkliches Geschick mitbringt und auch eine gewisse Kreativität, weil das ein Beruf ist, der sehr, sehr vielfältig ist, eine irrsinnige Bandbreite hat und man wirklich extrem viel mit Naturstein machen kann. Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten soll ich haben? Soll ich auch gut was berechnen können und in Mathematik ganz besonders gut sein? Oder wie merke ich, dass ich dafür geeignet bin? Naja, in erster Linie sagen wir immer, der gesunde Hausverstand, der soll schon mitgebracht sein. Natürlich Mathematik, Rechtschreiben, die wichtigsten Punkte, das soll man natürlich schon erfüllen. Aber in erster Linie geht es ums Bemühen und ums Konsequentsein, sage ich mal. Genau. Jetzt schauen wir kurz zu den Berufen. Ihr habt Steinmetzin und Steinmetztechniker und Technikerin. Wo ist da der Unterschied? Ja, der Unterschied liegt darin, das heißt, ich mache die Lehre, den Lehrberuf, bin quasi entweder in der Werkstatt oder vor Ort auf Montagen. Das heißt, ich bin wirklich handwerklich dabei im Geschehen. Und beim Steintechnik heißt es so, das ist eine Weiterführung. Ist nicht zwingend notwendig, dass ich den Lehrberuf gemacht habe, weil man kann sich anders auch weiterbilden. Aber ist natürlich von Vorteil. Und der Steintechniker macht eigentlich die ganze Vorbereitungsarbeit. Das heißt, der nimmt die Naturmaße auf, bringt die zu Papier, geht in die AutoCAD-Zeichnung, das wird übernommen für die modernen Maschinen, für die CNC-Maschinen. Ne? Das heißt, eben Technik, ne? Das ist wirklich Steintechnik, wo man auch die Regeln der Steintechnik mit einfließen lässt. Ja? Und da gibt es eine spezielle Ausbildung dafür. Heißt Steinmetztechnik oder Steintechnik? Steinmetztechnik, okay, ja. Okay. Wie lange ist die Lehrzeit für beide Berufe? Naja, Lehrzeit im normalen Lehrverfahren für als Steinmetz oder Steinmetzin sozusagen sind 3 Jahre. Berufsschule ist in Graz und mittlerweile in Mura. Und der Steinmetztechniker, der hat eine erweiterte Lehrzeit, also von 4 Jahren sozusagen, genau.
Wie ist es mit Mädchen? Ist der Beruf für Mädchen ein Thema? Habt ihr schon mal Mädchen ausgebildet? Ja, wir haben derzeit sogar einen Lehrling im dritten Lehrjahr, ein Mädchen. Mhm. Ja, ist zwar das erste Mal, dass wir als Steinmetzin ein Mädchen haben. Wir haben im Büro natürlich ein Lehrmädchen gehabt. Die Mädchen bringen natürlich sehr, sehr Kreativität mit. Das sehen wir. Also das heißt, die sich für diesen Beruf entscheiden, die wollen das auch machen, ne? Und die leben das sehr, sehr gut. Und da sind die Burschen im gleichen Lehrjahr meistens sehr, sehr gefordert, dass sie da auch sich entsprechend anhalten an den Mädchen. Also mit den Mädchen hat man sicher sehr gute Erfahrungen. Mhm. Ist es ein schwerer Beruf? Körperlich schwer? Naja, körperlich schwer ist es natürlich, aber wir haben zum Beispiel, was uns in der Werkstatt jetzt betrifft oder auch am Bau, natürlich sehr viele Hebehilfen. Es geht schon sehr viel mit Kran und ja, aber natürlich bei gewissen Situationen muss man halt anpacken. Mhm. Genau. Wie ist es mit den, ihr seid ein kleinerer Betrieb, da geht es vermutlich auch sehr familiär zu. Wie ist es da mit den Entwicklungsmöglichkeiten? Ja, generell, die Steinmetzbetriebe sind eher klein strukturiert, wobei wir schon eher zu den mittleren oder größeren Betrieben gehören mit 22 Mitarbeitern. Es geht trotzdem sehr familiär zu. Die Möglichkeiten sind vielfältig, nicht? Weil das Spektrum so groß ist, was der Steinmetz wirklich abdeckt. Ne? Das heißt, ich kann mich dann spezialisieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine besondere Gabe habe für das handwerkliche Arbeiten, wenn ich jetzt da sehr feingliedrige Dinge ausarbeiten kann, dann kann ich mich spezialisieren zum Graveur, der eben die Inschriften macht. Ne? Man kann sich spezialisieren, dass man ganz stark in die Restaurierung auch geht, wo man eben alte Denkmäler, erhaltenswürdige Steinobjekte entsprechend erhält. Also es ist ein Riesenspektrum, was man mit dem Beruf abdeckt. Das wird dann eigentlich nicht fad. Mhm. Wie schaut es mit Lehre, mit Matura aus? Habt ihr das schon mal gehabt im Betrieb? Ist das ein Thema? Ja, also Lehre mit Matura haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen. Also wir haben, aber das hat jetzt, sage ich mal, das Lehrmädchen war im Büro, hat aber die Lehre mit Matura gemacht und ist uns und dem Mädchen selbst, sage ich mal, eine große Hilfe. Mhm. Genau. Also, aber das würden wir natürlich auch für den Steinmetz genauso mit anbieten. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Also wenn jemand möchte, sehr gerne, das heißt, auch bei der mhm. Beim Dienstplan auch dementsprechend entgegenkommen. Schnuppern. Habt ihr generell Schnupperlehrlinge? Wie schaut es jetzt während Corona aus? Kann man trotzdem schnuppern kommen? Ja, bei uns kann man eigentlich mit Terminabsprache kann man jederzeit schnuppern kommen. Wir bevorzugen sogar die Schnuppertage und Schnupperlehrlinge sozusagen, damit man ein gewisses Gefühl bekommt, okay, was macht dieser Betrieb wirklich? Von der Werkstatt bis auf der Baustelle, dass man alles einmal sieht, ob das für denjenigen, sage ich mal, ein Thema ist. Ne? Wir haben jetzt die unterschiedlichste Schnupperdauer gehabt, von 2 Wochen bis zu 3 Tagen, 2 Tagen. Wie lange lasst ihr üblicherweise schnuppern? Ja, wir sagen, zumindest 3 Tage sollten es sein, ne? Damit er ein bisschen sieht, was wirklich Sache ist. Natürlich sind wir auch mit 4 oder 5 Tagen kein Problem. Wir haben auch immer wieder Lehrlinge, den wir anbieten, oder Schnupperer, sagen wir so, wenn sie möchten und sich unschlüssig sind, ein zweites Mal zu kommen. Mhm. Ja? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die ein zweites Mal kommen, meistens im Beruf verbleiben. Ne? Weil dann ist ein gewisses Grundinteresse da. Das heißt, er will sehen, was tut sich, weil in 3 Tagen kann man nicht alles sehen und machen, was so der Lehrberuf macht. Und wir haben jetzt, im Mitte April kommt wieder ein Lehrling zu uns, der eben 2-mal schnuppern gekommen ist, und letztendlich war das ausschlaggebend, dass er gesagt hat, okay, ich möchte das machen. Mhm. Wie schaut es jetzt aus, wenn ich mich bewerben möchte bei euch? Wer ist da die Ansprechperson? Wie ist der Ablauf? Welche Fragen stellt ihr beim Bewerbungsgespräch? Ja, die Ansprechperson bei uns ist eben unser Bürolehrling, das ja mittlerweile kein Lehrling mehr ist, die Lehre mit Matura gemacht hat, die Lisa Jauck, also da kann man sich dann dazu anmelden. Und
dann wird ein entsprechender Termin vereinbart und beim Bewerbungsgespräch versuchen wir nach Möglichkeit einmal mit dem Burschen oder mit dem Mädchen alleine persönlich zu sprechen und erst später zusammen mit den Eltern. Mhm. Ne? Wir haben die Erfahrung gemacht, da kann man, wie du schon hast, mehr aus dem Interessenten rauskitzeln, mhm. ja, wenn er persönlich alleine da ist. Mhm. Ihr habt uns jetzt auch was mitgebracht, unterschiedliche Steinplatten und Werke. Genau, wir haben da mal so verschiedene Muster und Profile, wie wir das zum Beispiel nennen, mitgebracht, aber auch ein bisschen so handwerklich kreative Sachen. Also es lässt sich sehr viel mit Stein arbeiten. Hier zum Beispiel ist ein Stufenprofil. Dann hier haben wir noch ein Musterstück von einem ganz exklusiven Material dabei. Genau. Wir haben auch technisch die Möglichkeit, mit unserer Wasserstrahlmaschine verschiedenste Arten und Strukturen rauszuschneiden. Genau. Und wir haben halt den Vorteil, dass im Prinzip wir mit einem Werkstoff arbeiten, der was in Farbe und Struktur nicht vergleichbar ist, sozusagen. Ja, und eine extreme Vielfalt. Es werden weltweit ungefähr 10.000 Materialien verarbeitet und in Europa ca. 1.000, nicht? Dass man ungefähr ein Gefühl hat, was da an verschiedenen Materialien möglich ist. Und dann gibt es wieder jeweils Unterstufen an der Materialoberfläche. Also es ist irrsinnig vielfältig. Ja. Mhm. Was ist jetzt euer persönlicher Tipp für Schülerinnen und Schüler, die auf Lehrstellensuche sind? Was würdet ihr ihnen empfehlen? Also ich würde in erster Linie mal wirklich mir Gedanken machen, was will ich machen? Geht es zu den Firmen, vielleicht zu den Firmen von den Eltern? Vielleicht ein bisschen umhören, was macht der Nachbar, was macht der Bruder, die Verwandtschaft. Geht es zu den Firmen? Der Großteil der Firmen wird das positiv erhören, um sozusagen die Schnuppertage wahrzunehmen. Gell? Also da wird jeder die Möglichkeit geben, dass man den Beruf schnuppern kann. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich ein Bild zu machen, was macht der jeweilige Beruf, weil man hat nur so eine übergeordnete Information und wenn man das einmal vor Ort sieht, dann hat man ganz einen anderen Eindruck und man weiß wahrscheinlich, das ist was für mich oder das ist eher nichts für mich und das ist, glaube ich, das Wichtigste, damit man herausfiltert, was interessiert mich wirklich. Mhm. Welche Besonderheit oder was zeichnet euren Betrieb aus für Lehrlinge und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Warum soll ich mich bei euch bewerben? Ja, also wir sind in erster Linie sehr viel im privaten Bereich tätig. Der Fokus ist auch großteils im Privatbereich zu arbeiten, können dadurch relativ kreativ sein, haben halt den Vorteil, dass wir eigentlich eine komplette Produktion im eigenen Haus haben, sind somit relativ unabhängig davon. Genau, wir haben ein familiäres Klima. Genau. Ja, und vor allem eine interessante Mischung jetzt, sage ich mal, von jung bis alt, sage ich mal. Also das passt einfach perfekt. Und vor allem auch ist es die Möglichkeit, dass man sagt, ich kann wirklich die Nische suchen. Der Steinmetz hat so viele Nischen, wo ich mich am wohlsten fühle und das möchte ich dann weiterführen. Mhm. Dann sage ich herzlichen Dank. Danke. An Bitte. Die Herrn Trommer. Danke für die Einladung. Wir